Hallo! Ich mache heute am vorletzten Tag des Monats Februar wieder mal meine Monatsfavoriten und weiß gerade nicht, wo ich anfangen soll. Naja, ich habe so ein paar Sachen zusammengesammelt, wo ich mir gedacht habe, die habe ich ganz oft benutzt im Februar und sowieso finde ich die Sachen total toll und die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar, ihr werdet es kennen aus dem letzten Video. Es ist immer noch mein Lieblingsduschgel. Wie ihr seht, habe ich es mir nachgekauft. Und ich finde es einfach nur fantastisch. Ich benutze zwischendurch zwar immer mal wieder was anderes so. Aber das ist absolut momentan wirklich mein Favorite. Also zwei enthusiastisch erhobene Daumen, oder wie sagt man das? So, einer meiner Lieblingsdüfte auch im Februar. Wow. Wird langsam weniger. Ist immer noch True Religion. Ich kann auch immer noch nicht beschreiben, wonach das riecht. Aber vielleicht geht ihr einfach mal in eine Douglas-Filiale und riecht mal dran. Vielleicht gefällt es euch ja. Mein zweiter Lieblingsduft, den ich mich kaum traue zu benutzen, weil da so wenig drin ist. Also diese Verpackung, liebe Leute, ist eine Mogelpackung, glaube ich. Denn wenn man diesen Deckel abnimmt, bleibt nur das. Also das ist wirklich nur Deckel. Da bleibt dann das. Das ist Scarlett von Cacharel, glaube ich. Ja. Und es riecht auch verdammt lecker. So frisch geduscht, irgendwie frisch gewaschen, frisch geduscht, total lecker und angenehm, würde ich jetzt mal sagen. Naja, kommen wir zu meinem Lieblingsrouge oder Blush oder wie auch immer ihr das nennen möchtet. Das sind, würde ich mal sagen, zwei, die ich am häufigsten benutzt habe jetzt im Februar. Das ist einmal Coralista von Benefit. Kann man es gut sehen? Ich finde auch diese Verpackung, die Verpackungen generell von Benefit sind einfach nur der Burner. Und es riecht auch echt irgendwie angenehm so. Und dann hätten wir eins von Catrice, ich weiß es nicht. Das ist dieses. Das ist mehr so ein dunklerer Ton und nennt sich Terra Brown. Das verwende ich immer, wenn ich meine Augen etwas mehr so ins bräunlich gehende schminke und da nicht so ein ganz knallig pinkes oder irgendwie sowas auf den Wangen haben will. Ich finde, das passt immer sehr gut dazu. Benutze ich auch. Ich glaube, das war eins meiner ersten, würde ich mal sagen. Ja, sehr spät angefangen mit Rouge. Dann hätten wir. Ich bin ja eine Zeit lang auf diese Gel-Eyeliner abgefahren. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Was einfach viel schneller geht und viel einfacher und was ich schon seit Jahren, 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 vielen Jahren, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, benutze, ist der Superliner von L'Oréal. Ich habe den in Schwarz und in Braun. Das Braun ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist ein sehr schönes Schokoladen. Naja, so ein schönes dunkles Braun. Das hier ist jetzt der schwarze. Ich finde die Spitze auch total toll. Man kann damit super arbeiten. Und bei mir geht das echt super schnell damit. Mit dem Gel-Eyeliner brauche ich immer ein bisschen länger. Joa. Und den kann man auch einfach in die Tasche packen, mitnehmen. Wenn man zwischendurch mal was nachmalen muss, dann hat man einfach dieses Ding und nicht Gel-Eyeliner und Pinsel und weiß ich nicht. Also wie gesagt, Favorite momentan L'Oréal Superliner. Und dann? Ich habe mal und dann, ne? Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann. Aus welchem Film ist das? Ich kenne das aus irgendeinem Film, glaube ich.
Naja, als nächstes hätten wir meine neu erworbene erste 15er MAC-Palette, die ich erst kaufen wollte und dann doch nicht. Und dann wieder doch. Und dann wieder doch nicht. Und dann habe ich sie doch bestellt. Ich habe sie noch nicht voll. Natürlich nicht, weil die Lidschatten sind ja nicht gerade billig. Aber ich denke mal, so nach und nach wird sich das gute Stück füllen. Ich habe versucht, die so ein bisschen zu sortieren nach Farben, aber so wie ich mich kenne, werde ich die noch einige Male umdaddeln da. Ja. Das ist meine MAC-Palette. Finde ich toll, weil da hat man auch die Farben so im Überblick und dann kann man auch mal sagen, ach komm, dann mache ich heute mal, mix ich mal oder keine Ahnung. So. Und zu guter Letzt ein Nicht-Kosmetikstück, aber im Februar gekauft und heiß geliebt und es war die letzte und ich finde sie einfach nur wunderschön, auch wenn es vielleicht ein bisschen kitschig ist. Eine Kette. Ist die nicht süß? Ich finde die süß. Mädels, sagt mir mal, was ihr davon haltet. Ich denke mal, ihr wisst, wen ich meine. Liebe Pia und liebe Sarah, wie findet ihr die? Ich finde die toll. Es ist so eine längere. Also die trägt man dann so ein bisschen tiefer. Ne? Ich finde die voll süß. Ich musste die haben. Ja. Ey, und ich habe mir ein neues T-Shirt gekauft gestern. Ist das nicht cool? Hat nur 5 Euro gekostet, musste ich mitnehmen. Die Farben sind geil, oder? Ich weiß nicht, ob man das jetzt so richtig sieht. Das ist so ein verwaschenes Grau. Naja, bald reduziert und habe ich es halt mitgenommen. So, wie viele Minuten habe ich jetzt? 7 Minuten und irgendwas zermatscht ist. Ich glaube, ich bin durch. Weiterhin natürlich unter meinen Favoriten sind die Sigma-Pinsel. Huch. Ne? Ich habe die jetzt auch angemalt. Aber noch nicht alle. Ich mache das nur noch nach. Ja, also Sigma-Pinsel. Toll. Ja. Ich bin heute ein bisschen verwirrt irgendwie, ne? Ich sollte mich wieder ins Bett legen. Naja. Aber draußen ist auch gerade irgendwie tausende von Feuerwehrmenschen und irgendwie ist laut und keine Ahnung. Und ich muss gleich mal gucken gehen. Nicht, dass da was Schlimmes passiert ist bei meinen Nachbarn. Na gut, liebe Leute. Wie immer möchte ich natürlich von euch wissen, was eure Monatsfavoriten sind und ob ihr vielleicht auch was habt, was ich hier habe und was ihr sonst noch so loswerden wollt. Ne? Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.